Meine Freunde, herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Jensis Welt, Mobile-Reportagen und mehr. Wie ihr ja gestern gesehen habt, gab es erstmal den ersten Teil des Fahrvideos und jetzt gibt es den zweiten Teil. Meine Uhr ist auch wieder an. Wir haben es jetzt genau 13 Uhr und mal gucken, wie lange ich heute dafür brauche. Allerdings muss ich bis, naja, sagen wir mal, 17 Uhr fertig werden, weil ich mir dann einen ganz bestimmten Stream anhören möchte und den möchte ich nicht verpassen. Der ist nämlich immer interessant. Und ja, das mit dem Zusammenschneiden, das klappte gestern einigermaßen gut. Ihr wisst ja, ich hatte euch erklärt, dass wenn ich die Action Cam und meine normale Cam zusammen benutze, das dann auseinanderstückeln tue oder besser gesagt schneiden tue und dann in die richtige Position die jeweiligen Abschnitte kommt es zu Problemen, weil eben die Action Cam mit 30 Bilder pro Sekunde aufnimmt und eine normale Kamera mit 25 Bilder pro Sekunde. Und da liegt auch das Problem. Irgendwann staut sich das auf mit den 30 Bildern pro Sekunde. Das Bild wird langsamer, fängt an zu stottern, bleibt stehen und der Ton läuft einfach weiter. Beim Rendern. So. Da habe ich mir jetzt einen Trick ausgedacht. Deswegen habt ihr euch sicherlich gewundert, dass es ab und zu leicht ruckelt. Es lässt sich aber leider nicht anders lösen. Und zwar nehme ich jetzt MPEG 4 in Full HD, 29 Bilder pro Sekunde, sodass auch die Aufnahmen von meiner Kamera, die ich jetzt gerade in der Hand halte, ebenfalls mit 29 Bilder pro Sekunde gerendert werden müssen. So, das Ganze erfolgt dann ohne Musik und danach wird es dann nochmal in Blu-ray Full HD umgeschrieben mit Musik. Ich denke, von der Qualität her geht das einigermaßen. Also ich meine, dass es leicht ruckelt, das lässt sich nicht vermeiden. Es sei denn, ich lasse die Action Cam weg, aber dann ist ja natürlich das Video sinnlos. Ne? Ich könnte natürlich auch nur die Action Cam nehmen und dann das Video aber auch sinnlos. Also es ist schon besser, wenn beide Kameras zum Einsatz kommen, gerade dann, wenn ich das so schneide, dass man den Zug aus dem Bahnhof rausfahren sieht und gleichzeitig dann, oder besser gesagt, ein paar Sekunden später dann, wie er dann auf die Hauptstrecke fährt. Das geht leider nur so zu lösen, anders nicht. Naja, ich hoffe, ihr seid trotzdem zufrieden gewesen und dann würde ich sagen, wir starten jetzt den zweiten Teil. Also, viel Spaß beim Anschauen. Oder sollte ich sagen, hoffen wir, dass alles klappt. Ich melde mich dann nochmal, wenn das Ganze abgedreht ist. Los geht's.
das war der zweite Teil des Fahrvideos am Wochenende. Meine Ohren sind wieder zu, ich habe keine Ahnung warum, ich rede einfach weiter. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Ja, zum Schluss wurde es nochmal richtig interessant, denn es war plötzlich ein Gleis komplett tot. Und zwar das, wo jetzt der Kesselzug steht. Die Löti fuhr einfach nicht weiter. Habe ich festgestellt, dass hier der Schienenstoß aus irgendeinem Grund plötzlich nicht mehr funktioniert. Also ich glaube, dass mit der Verziehen der Anlage, das ist wirklich so. Ja, die verzieht sich immer weiter und dadurch gibt es da Probleme mit Kontakten. Und das ist leider nicht das einzige Problem, was ich festgestellt habe. Leider ist auch noch eine Weiche kaputt. Und zwar die da. Ne? Die schaltet nicht mehr. Seht ihr das? Ich fürchte, die ist defekt. Das zu reparieren, wird bestimmt interessant. Weil ich muss die ganze Anlage dann wieder zerreißen oder zumindest muss ich damit alles kaputt machen, um die Weiche zu wechseln. Naja, das mit dem Rangieren hat auch nicht ganz so geklappt, das habt ihr ja gesehen. Ich musste am Ende ganz schön tricksen. Wenn er jetzt sagt, warum ist da der Güterzug mit Schweizer IC-Wagen unterwegs gewesen, sowas gibt es doch gar nicht. Falsch. Genau, exakt so wie dieser Zug gefahren ist. Da war aber eine 101 dran, ist der an Eisenach eingefahren. Ich hätte den sogar filmen können, aber ich wusste nicht, dass der noch kommt. Kurz bevor wir rausgefahren sind, ist dieser Zug mit 10 solcher, natürlich dreckiger, nicht so glänzend, Schiebewandwagen und 3 Schweizer IC-Wagen, ich habe glaube ich auch ein Foto bei Trainspotting mit reingehängt, ist der eingefahren. So, da hat mir dann jemand erklärt, dass die Wagen Überführungswagen sind, die werden abgekoppelt in Eisenach und wenn dann ein Schweizer Zug kommt, hängt man die dann hinten mit dran oder mit dazwischen. Habe ich nicht gewusst, dass es sowas gibt. Also habe ich mir gedacht, dann baust du das in dein Video mit ein. Hat mehr oder weniger gut geklappt. Leider habe ich einen kleinen Fehler gemacht, ich habe nämlich vergessen, dass hier noch ein IC-Wagen stand. Habe also die 110 schon wieder zurück ins BMW gefahren. Da fiel mir ein, scheiße, du hast was vergessen. Was jetzt? Ach, weißt du was? Dann lässt es einfach so aussehen, als ob die 106, BA 106 oder 103, ist jetzt egal, jedenfalls diese alte Diesellok, alte Rangierlok, ich verwechsel aber die Zahl, es tut mir leid. Also, dass die nochmal reinfährt in den Bahnhof und den Wagen holt und dorthin stellt. Deswegen steht er jetzt dort. Der kommt natürlich noch weg, ist klar. Das sollte simulieren, dass der Wagen gewartet werden muss, weil irgendwas nicht funktioniert hat, Heizung, irgendwas. Und dass dieser Zug hier mit den 2 Schweizer Wagen, dass der weiterfährt in die Schweiz. Deswegen sind die 2 Schweizer Wagen dazugekommen. Ganz einfach. Ja, und das gibt es ja wirklich. Das ist ja kein Fake. Gut, ansonsten muss ich sagen, hat alles ganz gut geklappt. Hier meine spezielle Kreation noch. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, DR-Experten, ob es das gab. Ich glaube nicht. Ansonsten sieht es ganz cool aus. War eine spontane Idee. War auch nicht so geplant. Aber letztendlich hat es ja gut funktioniert, oder nicht? Ja, und ansonsten alles perfekt. Bin eigentlich ganz zufrieden. Nur die Elektronik, die wird mir noch meine letzten Haare kosten. Ja, ich sage nur Weichensteuerung. Da hinten die Weichen, da muss ich immer rübergreifen, da heiße ich immer fast das ganze Gebäude weg. Hier, seht ihr. Das muss irgendwann mal elektrisch gemacht werden. Das geht so nicht mehr. Das ist absolut unmöglich und Nonsens, sage ich so, wie es ist. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich denke, das reicht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, das gesamte, also der erste und der zweite Teil, lasst mir doch ein Like da, nette Kommentare, Kritiken könnt ihr auch da lassen. Insbesondere was diese Rangierfahrten angeht,
was diese Rangierfahrten angegangen sind. Ob es euch gefallen hat oder nicht, es war ja erst mit dem Kesselzug geplant, was zu rangieren. Das hat aber nicht geklappt, weil der Schiebewandzug immer umgekippt ist, weil er hinten Gaskesselwagen dran hatte. Und umgekehrt ging es nicht, weil da hätte ich erst die Kesselwagen rüberfahren müssen, da dahin. Und das wäre alles Humbug gewesen, weil sowas gibt es garantiert auch nicht. Ja, da muss ich mich jetzt von euch auch abschieden. Ich wünsche euch auch einen schönen Sonntag. Und ihr könnt ja gerne rodeln gehen. Ich hasse Schnee, sage ich ganz deutlich, ich hasse Schnee. Ich war froh, dass der Mist weg war, aber für Kinder ist es natürlich sehr cool. Kann man nichts machen. Wieder wird mich jetzt weg und tschüss.